Ja, servus, es ist vollbracht. Hat lange gedauert, jetzt der achte Teil. Aber jetzt ist alles soweit, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Jetzt kann man die Maschine natürlich benutzen. Ich muss mal schauen, dass ich es überhaupt noch kann. Ich muss mich da wieder wegen einarbeiten und werde sicher den einen oder anderen Fehler machen. Wäre fast schön, wenn einem da einer eine Einweisung geben könnte, ein bisschen, aber ich werde es hinkriegen. Es gibt ja im YouTube auch viele Tutorials zum Drehen hier. Ja, ist lang her. Aber mal schauen, vielleicht hilfst du mir bei dem einen oder anderen Projekt, das ich da ja auch dann vielleicht jetzt noch mache in der Zukunft. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Und vielleicht kann der ein oder andere auch von den Umbauten hier was selber verwenden oder dann auch so ähnlich gestalten. Würde mich freuen, wenn es dann interessant war auf jeden Fall. Ne? Gut, viel Spaß. Ja, ich glaube, ist klar zu sehen, was passiert. Das ist ein Stück HD-Rohr, schneide ich dann so aus, dass die Rundungen später dann hier zu dem Gehäuse passen. Und das mache ich mit dem Föhn dann im Anschluss ein bisschen warm, damit man das schön biegen kann, dieser thermoplastisch, und dann passt es schön rein. Hier zeichne ich mir unten die Schrauben von dem Motor an, weil das dann direkt anliegt. Der Plan ist, das hier so auszuschneiden, dass dann das Stück von dem HD-Rohr hier dann die Rundung von dem Gehäuse bildet, dass das so ganz eckig da oben drauf aussieht. Yeah.
ist Epoxidharz. Das mische ich hier mit einer kleinen Waage an, damit ich hier genau die Mengen habe. Und das ist wohl auch im Bootsbau und bei Autos nimmt man das natürlich. Und das pinsel ich dann ein wenig rein und drückt dann die GFK-Matte, was da liegt, einfach ein bisschen dazu. Und dann kriegt man recht feste Oberfläche. Das lässt sich dann schön bearbeiten, wenn es ausgehärtet ist. Kann man dann auch mit Spachtelmasse ein bisschen glatt ziehen das Ganze und verschleifen. Und dann kann man das im Anschluss ein wenig lackieren und dann sieht es doch ganz gut aus. Ja. Klebt natürlich wie der Teufel das Zeug und drum ein paar Latex-Handschuhe dazu anziehen ist bestimmt kein Fehler. Ich setze da auch immer so eine Maske auf, es gibt die von, ich glaube Scotch oder wie die heißen hier, die Masken, und setze ich auch auf, wenn ich was mit Nitroverdünnung oder was mache und da so Aktivkohlefelder drin, glaube ich, jedenfalls man riecht da drin gar nichts davon und es schützt, das macht wirklich Sinn. Thank you.
mache ich jetzt noch ein bisschen Feinspachtel drauf, verspachtel das ein bisschen, schleife es im Anschluss und dann mache ich eine blaue Farbe drauf und dann ist gut. Ja, ich habe hier einfach nur mal ein paar kleine Probeläufe gemacht, dass man sieht, dass das funktioniert, so vom Großen und Ganzen her, ganz abgesehen von meinen Fertigkeiten, und ja, es funktioniert. Doubt is overnight, and after then you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite the intuition upon the stars and the night that glisten. To you they listen, to me you extend that I'm wishing. When your time comes, don't postpone it. When others doubt it, now truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. When your time comes. So, das war's. Muss man sehen, was ich jetzt in der Zukunft hier weitermache. Ein paar Projekte habe ich schon im Kopf, wo ich noch ein bisschen so das eine oder andere mir vorstelle, was ich da noch machen könnte. Will auch das eine oder andere noch basteln. Hydraulikpresse habe ich noch so und ja, Bandschleifer wollte ich auch schon immer mal einhaben. Den werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie selber zusammenfuscheln. Fummeln, fuschen. Ja, gut, wie auch immer. Von der Kosten her nochmal, falls das jetzt jemand noch interessiert, also die Frequenzumrichter, die waren roundabout, das sind günstige, die waren um die
Die gehen bis 1,5 kW, die waren um die 50, 60 Euro gelegen, also pro Stück. Zwei habe ich gebraucht. Die Motoren hat, glaube ich, einer um die 90 Euro gekostet oder 95 Euro. Ich meine sogar inklusive Versand. Ich schreibe es dann nochmal genau in die Bemerkungen rein. Und ja, alles in allem war das jetzt eigentlich nicht so eine teure Angelegenheit. Und wenn wir irgendwo auf eBay Kleinanzeigen oder irgendwas so eine Maschine sieht, kann man eigentlich auch ziemlich leicht dann ein bisschen auf den Stand bringen und umbauen. Also ein bisschen Substanz muss vorhanden sein. Wenn das Ganze nur noch verrosteter Schrott ist, dann macht es keinen Sinn. Aber ansonsten, da kann man schon was noch mitmachen. Ne? Gut, das war's. Ach ja, vergesst nicht den Abo-Knopf zu drücken, wenn ich wieder was bastel.